Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Part von The Bureau XCOM Declassified. Ich wollte gerade ein anderes Spiel nennen. Egal. Ja, wir sollen jetzt hier in einem Ort. Moment, ich muss eben mal kurz mit meinen Kabeln hier kämpfen. Gleich habe ich's. So. Den da durch und da und dann haben wir ihn da, wo wir ihn hinhaben wollen. So. Nachladen. Also. Wir haben so ein tolles Gerät hier. Wir sind jetzt hier irgendwo. Gott, wo sind wir denn? Wir sind in. Gerade irgendwie. Irgendwie hier. Wir sollen den Doktor finden. Nein, nicht Doctor Who, sondern Dr. Weir. Nein, wir sind immer noch nicht hier in Stargate Atlantis, sondern in The Bureau, XCOM Declassified. Endlich haben wir auch hier so einen schicken Rucksack. Ich weiß nicht, ob uns das irgendwie mehr Munition zu tragen erlaubt. Aber das sieht nice aus. Müssen wir mal Ausschau halten. Sollen wir eigentlich lang? Dahin, okay. Ja, rennen wir doch mal hier. 30 Meter, komm. Speichern, okay. Haben Sie das gehört? Das kam aus dem Imbiss. Augen auf, Waffen bereit. Los. Imbiss? Der Imbiss ist ein Café. Aber, komme ich da jetzt rein? Ach, ja klar. Das golden blinkende. Gold. Ja. Kann doch nicht wahr sein. Sieh da! Alles okay? Hey! Wahr sein. Oh, Himmel! Nicht feuern! Tot. Alle sind tot. Fogg, hören Sie das? Hier ist jemand. Anscheinend einer der Infizierten, aber er verhält sich nicht feindlich. Es ist fast, ich weiß nicht, als wäre er abgeschaltet. Wir müssen ihn untersuchen, wenn das Gebiet gesichert ist. Dr. Weir hat Vorrang. Weiter vorrücken. Hey, kommen Sie zu sich! Keine Reaktion. Er ist hinüber. Und ich glaube, er wird auch nicht mehr. Okay. Sah ja interessant aus. So, vorher gucke ich nochmal nach. Denn alles, was blinkt, kann man ja damit interagieren. Audiomaterial, gerne. Ah, guten Morgen, Earth. Mir geht's nicht gut. Ich glaube, ich habe auch diesen Bacillus. Oh, ausgerechnet heute. So ein Pech. Setz dich, ich bring dir gleich eine Tasse heißen Tee. Ach, du bist meine Rettung, Becky. Na komm, Earl, reiß dich zusammen. So eine kleine Grippe hält dich doch nicht von der Parade ab. Hier, bitte sehr, Earl. Grandma sagt, nichts ist so schlimm, dass eine Tasse Tee ist nicht... Earl, du hast gar nicht gesagt, dass es heute ein Feuerwehr gibt. Ich hab ja nicht geahnt, dass da... Hey, hey, Becky, komm weg vom Fenster! Wasch, nu wasch! Ah! Das kann doch nicht wahr sein. Kann doch... Okay, wir haben herausgefunden, wie er, naja, hypnotisiert wurde. Zumindest steht da, dass er hypnotisiert ist. Na gut, weiter. Ich will mal den Nahkampfangriff testen. Alter. Okay, das zum Nahkampf testen. Ist nur noch ein Gegner finden. Was ist das denn da? Ich dachte, es wäre ein Alien da vorne. Ach so Scheiße. Basis, kommen. Die Stadt hat's erwischt. Schwer. Irgendeine Spur vom Doktor? Bisher nur lauter Tote. Zu viele, um sie zu zählen. Und alles Zivilisten. Konzentrieren Sie sich, Carter. Ihr Auftrag lautet, Dr. Weir zu finden. Rächen können Sie sich später. Ich schaffe Zeit für beides. Ja, also der hat auch schon mal bessere Tage erlebt. Mein Gott, diese Menschen hatten keine Chance.
Ich muss sagen, das Spiel ist schon sehr geil, aber die reden so viel und so oft. Und kommt zum Kommentieren ja. Au. Ist ja wie. Ja, wie so eine Art Massengrab. Man kommt zum Kommentieren sehr wenig. Da man ständig unterbrochen wird. Geiler Wagen, Alter. Den hätte ich ganz gerne mal. Oh. Dachte der da unten auch. Carter, haben Sie das Geschütz schon gesichtet? Wir arbeiten uns durch die Straßen. Ist ein ziemliches Chaos hier. Da soll ich lang. Gibt's denn hier noch irgendwie. Kann man hier hoch? Ne. Warum auch? Auf Platz. So. Was ich ein bisschen doof finde ist, die Renntaste ist auf die A. Also Renn ist auf die A-Taste gelegt. Wo man dann ja mit dem Daumen dann am Drücken ist. Und dann kann man natürlich denn die Richtung nicht. Also die Kamera nicht justieren mit dem rechten Stick, da man den rechten Daumen ja schon in Benutzung hat. Das ist ein bisschen ungünstig gewählt. Ich mag es lieber, wenn Renn irgendwie auf einer Schultertaste gelegt ist. Aber das ist zum Beispiel die Standard-Renntaste. Ist jetzt hier mit der Granaten belegt worden. Und ja, gut. Die Rollentaste, die auf der rechten Schultertaste ist, die hätte ich normalerweise hier auf den linken Stick gelegt, wie es normalerweise auch sein soll. Naja, komisch. Nehmen wir Muni hier mit. Wir haben sich Kontakt zu dem Geschütz. Greifen an! Ja, ich wollte gerade gucken, ob man das umstellen kann. Gamepad konfigurieren. Kampfkonfiguration. Ach so, ach, man kann nur vorgefertigtes nehmen. Ja, das ist wiederum doof. Ja, bin in. Nein! Doch, noch, normal. Ja, schade, ich dachte, man kann so wie hier Maus und Tastatur konfigurieren, auch beim Gamepad die Tasten belegen. Gewisse, also einige Spiele bieten das an. Aber leider nicht jedes. Bam! Das Schwein da scheint der Anführer zu sein. What the fuck? Kontakt! Mann, ich aber auch. So, was haben wir denn hier? Outside. Oh, die haben sogar ein Schild. Alter. So, bewegen. Ziel markieren. Los, draufhalten! Halt mal drauf, ne? So, Mama, Stimulanzchen. Wobei, erstmal will ich wissen, was das Ding ist. Kommen durch! Verbessert die Kampfleistung aller Verbündeten im Wirkungsbereich. Okay. Dann verbessere ich mich auch mal eine Runde. Wir brauchen einen Boost! Aktiviere Stimulanzchen! Ha, ha, ha. So, Granaten. Sie haben sich doch verschämt. Combo Kill. Ich mag Combo Kills. So, ich muss ja aber den ja noch killen. Beweg du dich mal. Deckung nehmen, da drüben! Dahin? Bin unterwegs! Du gehst bitte. Dahin. Bin unterwegs! Und nein! Nein, nicht nochmal! Soll's Ziel markieren. Das ist ihr Ziel! Schieße auf ihr Ziel! Bin bereit! Ah, Sie haben den Kommando erwischt! Och nein! Bin bereit! Braucht Belebung. Helfen Sie mir auf! Ich helfe Ihnen! Belebung! Kann nicht aufstehen! Na los, Commander! Bitte, Belebung! Für die nächste Runde, danke. Commander. Danke, das war bitter nötig. Commander! Ich brauche einen Sanitäter! War gut. Stirb doch mal! Commander, Sie sind verwundet! Ach! Deckung! Granate!
Wow. Ich bin verletzt. Ach, komm. Rot dich nochmal. Hilfe! Ich helfe Ihnen wieder auf die Beine. Stillhalten, ich helfe Ihnen. Ich brauche einen. Das ist das Mindeste, was ich tun kann, Kommandant. Danke. So, jetzt kommst du aber dran. Ich bin verwundet. Ich brauche Hilfe. Handgranate. So, warte mal. Los, draufhalten! Machen Sie die Stimulantien bereit! Wow! Oh. Oh. Gut so! Platz! Commander, ich brauche einen Sanitäter! Das ist mir gerade egal! Commander, alles in Ordnung? Nein! Lass ihn endlich killen da hinten! Oh, das sieht sehr, sehr ungünstig aus. Angriff! Verstanden! Wie mache ich das nur? Los, da in Deckung! Setze mich in Bewegung! So, Kombo-Kill. Ich bin immer noch verletzt! Warte mal, kann ich euch heilen? Durchhalten! Ja, wunderbar. Hätte ich mal früher machen können. Brauche einen Arzt! Verdammt, Schilden! So, jetzt bist du aber dran. Da hinten. Und natürlich die Abbruchkapsel. So. Kritischer Treffer, bitte. Los, draufhalten! Ich versuch's! Commander, Sie sind verwundet. Das sind ja leichte Beute! Befehle, bitte! Wow! Kollege, wo willst du konzentrieren. Verstanden. Erfasse Ziel. Wo willst du? Verschwinden von meinem Planeten. Ach du Scheiße, jetzt kommen wieder die Drohnen. Den. Schieße auf ihr Ziel. So, erstmal hier die Drohnen zerlegen. Nummer 1. Granate! Commander, alles in Ordnung? Wow! Hab keine Munition mehr! Ja, dann musst du neues sammeln. Ich brauche hier viel herrlich dichter als Maschinenpistole! Yo! Es ist fast hinüber! Weiter das so! Das werden sie büßen. Brauche einen Arzt! Fuck! Zinn ist tot! Nein! Oh, das ist scheiße. Das ist scheiße. Ich war Heilung zu sehr aktiviert! Ich war zu sehr abgelenkt. Sorry, Leute. Geben Sie ihm den Rest! Oh! Ich lege an! Sie haben die Stellung abgeriegelt! Stirb! So. Das Ding ist auch im Arsch. Die haben sich doch verschanzt. Ja, hier geht es richtig ab hier gerade. Aber die Tatsache, dass ich leider gerade einen Kollegen verloren habe. Mann, ich will die Granate da haben. So, warte mal. Weg du dich mal bitte. Deckung! Setze mich in Bewegung! Markiere mal. Angriff! Greif ihr Ziel an! Zielgebiet erreicht! So. Und? Ich fange erst an. Ich treff nicht. Machen wir eben so. Ich bin verwundet! Brauche Hilfe! Ja, komm. Haltet den Druck aufrecht! Bam! Headshot! Das habt ihr eigentlich gar nicht verdient.
Das stimmt. So, wo ist denn noch einer hier? Greif ihn mal. Los, draufhalten! Ich versuch's! Und es wird auch gebraucht, das gut. Arbeiten! Das ist für Roast! Die Position! Commander, Sie wow! Sind fuck! Fuck! Nein! Bitte aufstellen wieder. Ich brauche hier Hilfe. Ich helfe Ihnen. Bitte wieder aufstellen. Na los, Commander. Na los. Lange den Feind. Danke, das war bitter nötig. Arzt, Mann am Boden, wir brauchen Verstärkung. Roger, ich sehe zu, was ich tun kann. Sie rücken vor. Was sollen wir tun? Ah, wunderbar, danke. Ich kann mir einen neuen Kollegen reinholen. So, wen hole ich denn hier rein? Also, Fähigkeitenansicht umschalten. Ja? Achso. Was kann er denn? Mann. Vertreiben. Naja, nicht unbedingt. Das, was sie will. Wer kann? Sport noch kommen, nimm mit. Ah, falsch. Ich will... Da. Hilfe ist unterwegs. Schade, dass ein Kollege gestorben ist. Ziehen wir weiter. Oh, ich bin... befördert. Okay. Ich kann... Was kann ich denn jetzt hier? Kräfte. Verfügbar. Hebt ein Ziel aus seiner Deckung. Das klingt sehr nice. Achso, ich kann nur das kaufen. Okay. Heben Sie Gegner aus der Distanz aus der Deckung. Während sie in der Luft schweben, sind Ziele desorientiert und extrem verwundbar. Geil. Nehme ich. So. Fork, das war der letzte. Rücke vor auf das Geschütz. Verstanden. Schalten Sie das Geschütz aus. Schlagen Sie sich zu Dr. Weir durch und achten Sie auf feindliche Verstärkung. Sammeln, Leute. Bin schon da. Naja, lief ja nicht ganz so toll. Ich habe leider nicht geschafft, ihn diesen einen zu wiederbeleben. Der ist leider komplett für immer tot. Aber, und das biete ich nochmal für euch an, ihr habt die Möglichkeit, dass ihr mir als Kommentar schreibt. Was gibt's denn hier? Was für Charakter. Also, nein, andersrum. Nochmal von vorne. Ich biete an, euch im Spiel einzubauen. Das heißt, ich muss ja bald neue Charaktere rekrutieren. Und die werden dann eure Namen tragen. Das heißt, schreibt einfach als Kommentar euren Namen und die Klasse, die der Charakter sein soll. Und dann werde ich den auch so bauen. Ja, ich denke mal, das ist eine gute Sache, oder? Dann seid ihr live im Spiel und versuche auch, euch nicht zu töten. Oder sterben zu lassen in diesem Fall. Erstmal die Kapsel zerstören. Kostet zwar Munition, geht aber auch Erfahrungspunkte. So. Wir sollen aber da vorne hin. Flakgeschütz. Oh, ein explosives Fass ist das. Oh, das ist von den Aliens, oder? So, von den Aliens das Fass. Kommen Sie zurück, Gentlemen. Verdammt, verriegelt! Einer von Ihnen muss das Ding kurz schließen.
Wähle einen Agenten aus, der die Torsteuerung hackt und damit für den Rest der Operation aus dem Kampf genommen wird. Ja, komm. Wie den Williams, der hat sowieso eine Fähigkeit, die mir nicht gefällt. Öffnen Sie diese Tür, Agent. Wir geben Ihnen Deckung. Ja, Sir. Vorsicht, weitere Angriffe. So, Weasley, du gehst... Naja, wo gehst du denn jetzt am besten hin? Oh, ist diese Steuerung hierbei komisch. Dahin. Bin unterwegs. Die kommen von der Landungskapsel da. Zerstören Sie sie. Ja, mach ich doch gerne. So, warte mal. Kritischer Treffer. Auf. Geben Sie ihm den Rest. Ich lege an. Ich bin verletzt. Nein. Alles in Ordnung? Der Commander ist am Boden. So wie gespürt, danke. Ich brauche Hilfe. Ich helfe ihn wieder auf die Beine. Nicht aufgeben. Ach, ich bin so schlecht heute hier. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Auf ein neues. Weiter, weiter, wir kommen durch. So, jetzt mal hier das Ding da zerstören. Ist die Kanone schon zerstört? Ich arbeite dran. Position halten, Barnes. Du gehst mal... Oh! Okay. Du gehst... Ausrücken! Dahin. Ich rücke vor! 3, 2, 1, bereit. Und bin dann... In Position! Bam! Los, draufhalten! Ich versuch's! So, dürfen wir nicht mal den neuen Angriff testen? Alle, hopp! Gut! Haha, ja, so macht man das. Es ist fast hinüber. Weiter so. Granate in Deckung. Wow. Haha, so macht man das. Wow. Das hast du nicht umsonst getan. Das ist ihr Ziel. Toll. Komm mal hier rüber. Ich brauch dich hier gerade. So. Willkommen. Wo ist er denn hier? Da hat sie unsichtbar gemacht, die Sau! Erledigt! Sie ist offen! Los, rein! So, warte mal, dass man... Ich hab gerade voll gedacht, ich werde angegriffen. Na gut, weiter. Nice. So, dann wollen wir das Ding noch mal ausschalten, oder? So schön, wie es dann blinken ist. Geschütz ist ausgeschaltet, Barnes. Verstanden. Ich komme. Gute Arbeit, Carter. Halten Sie die Position, bis Barnes Dr. Weir ausgemacht hat. Oh Gott. Keine Zeit. Wir rücken vor. Ich sagte, Sie sollen warten. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Verdammt, Carter. Halten Sie die Position und... Die Verbindung scheint abgebrochen zu sein. Ein Jammer. Ja, wirklich ein Jammer. Ich sehe nach, ob es einen Weg durch die Bank gibt. Ich melde mich von der anderen Seite. Verstanden. Seien Sie vorsichtig. Ein Jammer, dass die Verbindung abgebrochen ist. Oh lala, was gibt's denn hier? So, bevor ich zum Campus gehe,
Ich muss gucken, ob ich hier irgendwo Munition finde. Ich brauch Muni. Na gut, hier habe ich genug. Hier geht's so, ne? Nix. Granaten wären auch nicht schlecht. Aber ich muss echt mehr diese taktische mitmachen. Vor allem lernen. Was ist da drin passiert? Das gleiche, was überall passiert ist. Denn ich bin aber so schlecht und so. Oh, wieder ein Hypnotisierter. Alter, wie sieht denn die aus? Ich bin einfach zu schlecht. Ich muss irgendwie aufpassen, dass ich mal ein bisschen mehr mit meiner Taktik arbeite und so. Befehle gebe. Außer belebt mich mal wieder. Was hier passiert, hat mit all dem gar nichts zu tun. Das klingt nach Überlebenden. Nach Echten. Die werden nicht auf dich hören, Dad. Ich höre ihm schon zu, Junge. Aber er liegt falsch. Wir können hier nicht weg. Was immer sie hat, wir könnten es auch kriegen. Wir müssen hier weg. Nicht ohne Platz. Ja, echte Überlebende gibt es da unten. Gucken wir mal schauen. 3 Leute. 4, oder? Ja. Gott sei Dank. Seid ihr von der Army? Was ist mit der Kleinen? Vielleicht können wir ihr helfen. Keine Ahnung, aber ich habe das hier überall gesehen. Kurz bevor das alles hier losging. Ja. Wollen wir ihnen jetzt die Wahrheit sagen, oder? Wir sagen mal die Wahrheit, man soll ja nicht an falschen Sachen festhalten. Euch können wir vielleicht helfen, aber für sie können wir nichts tun. Aber wo ihr jetzt hier seid, können wir sie doch in eine Klinik bringen, oder? Was ist mit ihr geschehen? Sie hat die gleiche Krankheit wie alle anderen hier in der Stadt. Dann ist sie verloren. Warum sind sie nicht einfach geflohen? Das haben wir ja auch versucht, als die Schießerei losging. Wir können von Glück sagen, dass wir einen Unterschlupf gefunden haben. Und versteckten sich hier. Wo draußen diese Dinger rumrennen? Klar haben wir uns versteckt. Und was ist sicherer als ein Banktresor? Ich kenne jetzt nicht so viel. Ich suche einen Dr. Weir in der Universität. Kennen Sie den? Nie gehört. Aber machen Sie sich keine großen Hoffnungen. Der Campus wurde von einer Bombe getroffen oder sowas. Verdammt. Gab's Überlebende? Ich weiß nicht mal, ob da noch was steht. Das sieht natürlich schlecht aus für unsere Mission. Wir haben eine Mission. Sie müssen uns hier rausbringen. Sie wissen doch etwas, oder? Einen Ausweg? Yes, ich weiß nicht, ob das jetzt eine sehr wichtige, relevante Entscheidung ist. Boah. Unsere Ressourcen sind eh schon knapp. Aber eventuell könnten die uns helfen. Das ist die Sache. Na, wir bieten mal die Hilfe an. Nehmen Sie den Weg, auf dem wir kamen. Die Straße ist frei. Wir versuchen dann, Sie zu evakuieren. Ja, Sir, aber was wird aus Sarah? Wenn sie nicht gehen kann, muss sie hier bleiben. Ich lasse euch bei der Brücke abholen und außerhalb der Stadt absetzen. Ab da müsst ihr selbst sehen. Ich verstehe. Danke. Und Gott segne sie. Hört ihr das? Sie bringen uns hier raus. Aber Sarah... Ich weiß, Miss Kramer. Aber wir können sie nicht mitnehmen. Und das ist unsere einzige Chance, hier wegzukommen. Wir holen sie später. Wenn's wieder ruhig ist. Ich weiß nicht. Hör zu, ich weiß, du lässt dir von einem wie mir nicht gern was sagen. Aber wir haben die Chance, hier rauszukommen. Ich werde sie nutzen. Und das solltest du auch. Okay, es ist die einzige Chance. Ich lasse sie nicht hier. Rose, seien Sie doch vernünftig. Ich gehe nicht. Ich versuche, Hilfe zu schicken. Ja. Ich finde solche Gespräche immer interessant. Und ich hoffe, das war jetzt kein Fehler, dass ich denen jetzt Hilfe angeboten habe. Ich meine, wenn da schon steht, dass wir selbst wenig Ressourcen haben.
Ich weiß echt nicht, ob das jetzt ein Fehler war. Aber reden wir nochmal mit den Leuten. Ich kenne sie schon, seit sie klein war. Ja, tut mir leid. Dass die Kleine leider so liegen lassen muss, aber tut mir leid, die ist infiziert. Die wird nicht mehr irgendwie normal werden, glaube ich. Danke. Wir machen es so, wie Sie es sagen. Auf jeden, weil ich habe echt die Befürchtung, dass sie sonst uns irgendwie in den Rücken fallen könnte. Wenn wir aus der Stadt raus sind, was dann? Können wir dann noch irgendwo hin? Hey, Peace, Bruder. Wir werden sehen, ob wir dann irgendwo hinkommen können. Ja, Mann. Ich weiß nicht, wie ihr drauf kommt, dass wir da draußen sicherer sind als hier drin. Liegt daran, dass ich da draußen alles zerlegt habe. So, hier blinkt doch schon was. Patronen. Oh, ja. Schade, dass ich hier kein Geld mitnehmen kann. Schade, dass man hier mit Geld eh nichts anfangen kann. Ich meine, ach, Munition voll. Ich meine, wenn so eine, keine Ahnung, Alien-Invasion, Zombie-Apokalypse oder sonst was in Gange ist, ist Geld nun mal irrelevant. Ja. Kaum zu glauben, aber da gibt's keinen, dem man irgendwie Geld geben könnte. Da nützt auch kein Geld bei so einer Scheiße. Barnes, wir sind durch die Bank durch. Gibt's Probleme da unten? Nichts, worüber wir uns Sorgen machen müssten. Verstanden. Ich habe euch hinter dem Friseurladen Nachschub hinterlassen. Geil. Ab zum Friseurladen. Könnt ihr meine Haare frisieren? Moment mal, wo bin ich jetzt gelandet? Friseursalon der Untoten? Was wollen die? Also der hatte einen sehr scharfen Schnitt gehabt. Yummy. Ich geh dann mal wieder, ne? Tschüss. Bloß hier weg. What the? Schade. Halten Sie stets Ausschau nach Nachschubbehältern. Sie helfen, Munition zu ergänzen und Agents oder Ausrüstung auszutauschen. Ja. An Nachschubkisten kann ich Agenten austauschen. Das klingt sehr... Barnes, die Hauptstraße ist blockiert. Sehen Sie einen anderen Weg zur Uni? Je näher ihr an die Uni kommt, desto kaputter das Gelände, Carter. Ihr müsst runter und durch den Dreck, um hinzukommen. Toll. Wollte gerade sagen, das klingt sehr... ja, merkwürdig irgendwie. So, ihr seht es hier, neue Agenten. Da werdet ihr bald vorhanden sein. Mit Name... und auch Rang und so. Warte, ich kann euch zeigen. Ihr könnt Support auswählen. Aufklärer. Pionier. Und Kommando. Und dann werde ich mit euch im Team spielen. Ja, immer zwei können von euch dann halt aktiv dann in einem Team drin sein. Aber ich kann halt mehrere von euch dann letztendlich ja rekrutieren. Und dann wechsle ich euch immer mal ein bisschen aus. Ich hoffe, es melden sich zahlreiche. Hier müssen haufenweise Menschen vor den Outsidern geflohen sein. Glauben Sie, es sind welche entkommen? Vielleicht. Nicht viele. Warum greifen die ausgerechnet hier an? Glauben Sie, die wissen vielleicht was von Dr. Weir? Wenn die wussten, wie man das Militär infiltriert, könnten sie auch von ihm und seinen Forschungen wissen. Ja, finde ich auch. Munition voll, Patronen voll. Welche Waffe ist denn das hier? Geile Mucke. Cooles Bild. Ja, schon echt cool, diese Atmosphäre hier aus den 60er Jahren. Gefällt mir sowas immer. Na dann, ab geht's. Der Muni ist nun mal voll, das habe ich jetzt kapiert allmählich, danke. Kontakt! Sie haben uns noch nicht entdeckt! Aha, da hinten also. So,
Dann... Geht ihm an den Kragen. Und du... Zieht sein Feuer auf euch. Hier, du an! Feinde angegriffen! Ja. Komm her. Bam! Oh nein, den will ich jetzt garantiert nicht haben. Den... Angriff! Verstanden! Erfasse Ziel! Möchte ich es gerne hochheben? Wird angehoben! Gut! So! Wir haben es fast geschafft! Bitte ziehen Sie sein Feuer auf sich! Kommt her und kämpft, ihr Bastarde! Combo Kill! Sunny! So, wo bist du? Dich belebe ich. Die Zeit wird schon wieder. Ah, cool. Er ist wach! Los, los! Die Teamkameraden machen das auch. Sehr geil. Dann... Geben Sie ihm den Rest. Schläge an! Ah! Kapier ich nicht. Die haben eine Ortschaft angegriffen. Wozu die vielen Verteidigungsstellungen? Es ist jetzt ihre Stadt. Die haben vor zu bleiben. Das will ich aber verhindern. Wie die aussehen, ey. Obergeil. So. Gibt's denn hier noch was umsonst? Da, ja, Moment. Haben wir gleich. Okay. Haben wir jetzt. Barnes, verbinden Sie mich mit Falk. Wo zum Teufel haben Sie gesteckt, Carter? Ich glaube, ich weiß, was hier los ist. Sie zerstören Ihre Angriffsziele nicht. Sie lassen sich hier häuslich nieder. Interessante Theorie. Was wollen die denn in Rosemont? Keine Ahnung. Vielleicht hat ja Ihr Doktor eine Antwort. Falls er noch lebt. Ja. Und ob er denn noch lebt, erfahren wir im nächsten Part. Also, bis dahin.